Eine Million Euro in nur 6 Monaten. Eine Million Euro in 6 Monaten. Wie ich 1 Million Euro in nur 6 Monaten erreicht habe, das zeige ich dir in diesem Video. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Kevin Helfenstein. Ich bin zum Zeitpunkt des Videos erst 21 Jahre alt. Ich habe damals Kfz gelernt, bin nach der Kfz-Lehre in die Industrie gegangen, auf 3-Schicht, habe da ganz okay am Geld verdient, bin mittlerweile seit 2 Jahren im Online-Marketing aktiv, im Dropshipping, im E-Commerce, Affiliate-Marketing. Ich habe viele Dinge probiert und bin seit 6 Monaten auf eigenen Beinen. Das heißt, ich habe vor 6 Monaten meinen Job gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich kann mit dem Online-Marketing viel mehr Geld verdienen, wenn ich mich Vollzeit damit beschäftige. Das heißt, ich habe von heute auf morgen einfach gekündigt und jetzt stehe ich hier, wo ich jetzt stehe. Aber es geht ja in diesem Video nicht um mich, sondern es geht darum, wie ich es geschafft habe, 1 Million Euro in nur 6 Monaten zu erzielen. Und das möchte ich dir in diesem Video gerne zeigen. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, wenn du im Dropshipping 1 Million Euro schaffen willst in 6 Monaten, ist nämlich das Produkt. Du musst ein Produkt haben, was zu jeder Jahreszeit läuft. Das heißt, wenn die Sonne scheint, wenn es anfängt zu regnen, wenn es schneit und wenn wir Wolken am Himmel haben. Heißt also, dein Kunde muss so viel Potenzial entwickelt haben, dass dein Produkt so Hammer ist, dass es zu jeder Jahreszeit verkauft werden kann. Es bringt dir also überhaupt gar nichts, wenn du Weihnachtsprodukte verkaufst im Sommer. Der nächste wichtige Punkt ist, automatisiere deine Abläufe und komme ins Wachstum. Eine ganz wichtige Sache dabei ist der Kundensupport. Ich habe es selber auch mal gemerkt, denn ich habe teilweise 3 bis 4 Stunden am Tag nur E-Mails beantwortet, weil es einfach so viele Kundenanfragen kam. Und dann habe ich selber bemerkt, irgendwie komme ich überhaupt nicht ins Wachstum, wenn ich jetzt nur den ganzen Tag E-Mails beantworte. Deswegen ist es eine wichtige Sache, versuche irgendwie ins Wachstum zu kommen, indem du Prozesse automatisierst. Wie machst du das? Du kannst dich auf verschiedenen Portalen für Freelancer registrieren und einmal gucken, ob es da Kundensupporter gibt, die für dich arbeiten. Ich habe meine Kundensupporter zum Beispiel über Upwork.com gefunden. Da gibt es jede Menge Freelancer, die auf Deutsch arbeiten und die für dich Kundenanfragen beantworten. Das Einzige, was du machen musst, ist, du richtest denen eine neue E-Mail-Adresse ein und gibst den Shopify-Zugang. Ein wichtiger Schritt, der auch noch zu der Automatisierung dazugehört, ist der Supplier. Du musst dafür sorgen, dass der Supplier auf irgendeine Art und Weise für dich arbeitet. Zurzeit sendest du ja dem Supplier noch jeden Tag oder wöchentlich die Bestelllisten und der Supplier schickt dir einfach nur die Rechnung und die Sendungsnummern zurück. Versuche irgendwie dafür zu sorgen, dass dein Supplier sich die Bestelllisten automatisch ziehen kann und die Bestellungen auch automatisch fulfillen kann. Das kannst du ganz einfach mit einer Google Drive Excel-Liste machen, indem du deine Bestellungen einfach automatisiert in diese Excel-Liste reinschieben lässt und der Supplier kann sich dann diese Listen automatisch herunterladen. Nächster Schritt ist mehr Sprachen für einen Shop. Das haben ganz, ganz viele. Und zwar, ich meine jetzt nicht, dass du deinen Shop komplett auf Englisch übersetzen sollst, aber wenn du mit Englisch anfängst, dann machst du den größten Fehler. Versuch dich auf den europäischen Raum zu konzentrieren. Damit meine ich zum Beispiel Italienisch, Spanisch, Portugiesisch oder Holländisch. Versuche einen günstigen Übersetzer zu finden, wie zum Beispiel auf Upwork.com, der deine komplette Seite für ein paar Dollar übersetzt und verkaufe auch mal in anderen Sprachen. Der Vorteil ist, du kannst in Facebook dann verschiedene Zielgruppen eingrenzen, zum Beispiel auch mal die Länder wechseln. Dadurch erzielst du wirklich viel, viel, viel mehr Umsatz. Ebenso ist es wichtig, dass du Blogbeiträge schreibst. Ich habe es schon mal in meinen anderen Videos erwähnt, aber Blogbeiträge ist wirklich das A und O. Denn wenn du einen Blogbeitrag über ein Keyword schreibst und dieses Keyword maximal 50 Mal oder öfters sogar irgendwie versuchst, in diesen Blogbeitrag einzuintegrieren, dann wirst du merken, dass du auf Google sehr, sehr weit und viel höher ranken wirst. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist das E-Mail-Marketing. Ich habe es leider zu spät damals angefangen. Ich glaube, sonst hätte ich das ganze Ziel hier schon viel, viel eher erreicht. Aber ich habe den großen Fehler gemacht. Ich habe erst, als ich 21.000 E-Mails gehabt hatte, mit dem E-Mail-Marketing angefangen. Und eigentlich kannst du schon sofort mit dem E-Mail-Marketing anfangen, nach deiner ersten E-Mail. Ich habe also damals mit der App Klaviyo, die ist extra nur für Shopify, damit kannst du richtig geile Templates bauen und auch richtig geile E-Mails. Mit der App habe ich dann damals also mit dem E-Mail-Marketing begonnen, habe so eine ganz billige E-Mail erstellt und habe die einfach losgeschickt und habe dann einen Tag später gesehen, okay, cool, die hat mir mal eben 4.000 Euro eingebracht innerhalb von einem Tages, zusätzlich zu den anderen Kunden, die noch dazugekommen sind. Das heißt,
ich habe alte Kunden wieder hergeholt. Mittlerweile mache ich E-Mail-Marketing wöchentlich und ich finde es echt ein cooles Tool und ich finde es echt interessant, wie viele Leute sich doch tatsächlich fürs E-Mail-Marketing interessieren. Denn ich persönlich bin so ein Typ, wenn ich eine E-Mail bekomme von irgendeinem Shop, dann tue ich die immer in den Spam-Ordner, weil diese Newsletter, die interessieren mich eigentlich nicht. Integriere Upsell, gerade bei Nischenprodukte. Was ist ein Upsell? Stell dir einmal vor, du gehst in McDonald's rein. Du willst eigentlich nur einen Big Mac bestellen und jetzt fragt die Frau dich auch noch ganz lieb, möchtest du auch noch gerne Pommes dazu haben? Im Kopf weißt du, du willst eigentlich nur einen Big Mac haben, aber Pommes bei McDonald's sind auch sehr lecker. Deswegen sagst du, ja, natürlich. Dann fragt sie, hättest du auch noch gerne ein Getränk dazu? Dann sagst du, ich hätte gerne Cola dazu. Und schon hast du zwei Upsells gemacht. Erstens, du hast dir eine Pommes zusätzlich gekauft und zweitens, du hast dir noch eine Cola dazu gekauft. Und drittens, du hast das Ganze als Menü bestellt. Das heißt, du hast es günstiger bekommen. Und genauso läuft auch ein Upsell ab. Ein Upsell funktioniert also so. Stellt euch vor, ihr verkauft euer Produkt. Nachdem ihr euer Produkt verkauft habt, habt ihr das Geld bereits erhalten und der Kunde hat das Produkt offiziell schon gekauft. Der Kauf ist aber inoffiziell noch nicht abgeschlossen. Das heißt, der Kunde wird automatisch auf eine komplett neue Seite geleitet, die auch von eurem Shop ist. In der URL steht natürlich euer Shopname und hier steht dann zum Beispiel: Achtung, Achtung, das ist jetzt ein exklusives Angebot nur für dich. In dem sagen wir dann zum Beispiel, du bekommst Produkt 1 mit Produkt 2 im Preis zu 1. Das heißt, wir können zwei Produkte im Preis zu 1 bestellen. Und dadurch generierst du mehr Umsatz. Du solltest natürlich schon bedacht haben, dass du deine Marge in dem Fall richtig berechnet hattest. Ansonsten gehst du ins Minus. Das ist ein verdammt cooler Trick, um noch mehr Umsatz zu generieren. Hätte ich selber nicht gedacht, aber das läuft wie blöd. Gerade im Nischenshop ist es sehr, sehr, sehr geeignet. Der nächste Schritt ist, halte meine 9 Tipps ein, wie du mehr Verkäufe erzielen kannst und meine 6 Tipps, wie du mehr Vertrauen auf deine Webseite bekommst. Das sind wirklich ein paar sehr, sehr gute Tipps. Zu den eigenen Tipps habe ich auch noch spezifisch ein paar Videos gemacht. Guck dir die einfach mal an und dann wirst du sehen, wovon ich rede. Kommen wir nochmal auf den zweiten Schritt zu sprechen und der war nämlich, du musst anfangen, deine Prozesse zu automatisieren. Und sobald du angefangen hast, deine Prozesse zu automatisieren, kannst du nämlich einen geilen Schritt machen. Du kannst nämlich anfangen, nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern du kannst am Unternehmen arbeiten. Das heißt, du guckst dir das Unternehmen von außen an und guckst, was kannst du verbessern. Und durch Verbesserungsvorschläge, die du in deiner Kreativität im Kopf hast, wird dein Unternehmen noch viel besser. Zwei letzte Schritte, die ich dir mit auf den Weg geben will, gerade im Dropshipping, ist es sehr, sehr wichtig. Du musst immer all in gehen. Alles, was du machst, mach es all in. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du mit deinem gesamten Kapital, was du hast, sagen wir mal, du hast jetzt 10.000 Euro auf dem Konto und du sollst jetzt auf den Tisch schmeißen und sagen, ich gehe jetzt all in. Nein, so ist es nicht gemeint. Ich meine damit, du sollst immer 100% geben, egal was du machst. Stellen wir uns vor, du willst jetzt gerade deinen Shop aufbauen und du musst dich voll fokussieren auf das, was du machst. Du musst dein Handy weglegen, du musst lesen und du musst immer gucken, dass du all in gehst. Du musst wirklich mit Herz und Blut dabei sein und nur wenn du das machst, dann wirst du langfristig Erfolg haben mit deinem Online-Shop. Der letzte und viel wichtigere Tipp ist, wenn du noch nicht angefangen bist mit Shopify oder wenn du generell noch nicht mit dem Dropshipping angefangen bist, dann ist jetzt ein wichtiger Tipp von mir. Fang an! Jetzt fragst du dich natürlich, okay, womit soll ich anfangen? Fang an! Du willst ein passives Einkommen haben, dann fang jetzt an. Du willst langfristig nicht mehr Angestellter sein, dann fang jetzt an. Jetzt sagst du natürlich, Kevin, aber wie soll ich denn anfangen? Ich hab doch überhaupt keinen Plan, ich habe doch überhaupt kein Produkt. Ich sag dir dann einen Tipp, fang einfach an mit dem, was du hast. Setz dich jetzt vor deinem Computer und fang einfach an, irgendwelche Shops zu erstellen. Fang an zu recherchieren, fang an zu gucken, was sind gute Produkte, fang einfach an. Frag nicht nach dem Wie. Wie geht das? Wie kann ich das? Wie mache ich das? Ich stand selber auch mal da. Ich musste auch alles herausfinden. Wie mache ich denn eine E-Mail? Wie finde ich denn ein Produkt? Wie mache ich ein Shop-Design? Also Leute, ihr müsst einfach anfangen. Das Wie, das kommt von ganz alleine, wenn ihr euer Ziel ganz hoch setzt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalässt. Wenn du irgendwelche Fragen oder Anregungen hast, melde dich gerne bei mir. Ich gehe gerne auf deine Fragen ein und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.